5 Jahre alt ist mein Model 3 inzwischen. Demnächst gibt es ein ausführliches Video über die Gesamtkosten und den Verbrauch. Aber heute soll es um das wichtigste Teil bei diesem Elektroauto gehen. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Die Batterie macht ja bekanntlich einen großen Anteil am Gesamtpreis eines Elektroautos aus. Bei meinem soll sich eine Ersatzbatterie so um die 15.000 Euro belaufen. Das wäre so ziemlich genau ein Drittel oder 30% des Neupreises. Ich habe mir damals das Model 3 mit der größten verfügbaren Reichweite gekauft. Die große Batterie mit 78 Kilowattstunden und nur einen Motor hinten, also Hinterradantrieb. Dieses Modell hatte nach WLTP eine Reichweite von 600 Kilometern. Nun sagt man allgemein, diese WLTP-Reichweite, die erreicht man sowieso nicht. Manche sprechen davon, dass man nur 50% damit erreicht. Im E-Mobility-Magazin habe ich gelesen, dass bei diesem Modell eine Reichweite von 300 bis 420 Kilometern realistisch ist. Umso wichtiger ist es natürlich, wie gut die Batterie noch ist und wie viel von dieser theoretischen Reichweite überhaupt noch verfügbar ist. Und genau darum geht es im heutigen Video. Ja, wie testet man eine Batterie? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich euch in diesem Video vorstelle. Man könnte natürlich einfach mal hingehen und die Batterie vollladen und dann schauen, wie viel Kilometer Reichweite werden mir angezeigt. Wenn ich das jetzt heute mache, dann komme ich bei 99% auf 455 Kilometer. Aber das hat natürlich mit einem genormten Verfahren nichts zu tun. Das hängt davon ab, wie ich in der letzten Zeit gefahren bin und wie die Außentemperatur gerade ist. Also müssen wir uns mal längere Zeiträume und unterschiedliche Fahrten anschauen. Die Methode 1 ist natürlich, man schaut mal, was man so verbraucht hat und wie weit man so bei früheren Fahrten gekommen ist. Dafür ist es sehr praktisch, dass ich bei Tronity angemeldet bin und alte Fahrten sozusagen aufrufen kann und vergleichen. Ich habe hier eine Fahrt vom 24.03. zu meinem Enkel nach Ulm und zurück. Das waren 247 Kilometer und ich bin dabei von 70% bis 3% runtergefahren, also 67%. Wenn man das hochrechnet auf die 100%, kommt man auf eine Reichweite von 368 Kilometern. Dann war ich am 18.06. zur The Smarter E-Messe nach München unterwegs und bin dabei von 88% auf 28% runtergefahren. Das sind also 60% und die Strecke waren 227 Kilometer. Wenn ich das hochrechne, komme ich auf eine Reichweite von 378 Kilometern. Ein dritter Fall, am 28.07. bin ich mal einen längeren Abschnitt gefahren, nämlich nach Salzburg ohne zu laden und habe dabei die Batterie von 99,8% auf 9,1% runtergefahren. Das ist also jetzt wirklich mal ein Test mit 90,7% Batterieverbrauch. Und dabei bin ich eine Strecke von 419 Kilometern gefahren. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf eine reale Reichweite von 462 Kilometern. Ihr seht also, die reale Reichweite hängt stark davon ab, wie fahre ich, manchmal auch ein bisschen, wie sind die Außentemperaturen, benutze ich die Klimaanlage und so weiter. Jetzt wäre es natürlich schick, man könnte das unabhängig von der Fahrweise wirklich in der Batterie prüfen. Die Degradation. Der zweite Ansatz, den ich hier mal vorstellen möchte, ist, dass es bei Tronity auch eine Aussage zur Degradation gibt. Die errechnen das aus den Fahrdaten, die ja ständig getrackt werden. Und das seht ihr hier an dieser Kurve. Danach hätte ich aktuell eine Degradation von 11,1%, also noch eine Restkapazität von 88,9%. Wenn das stimmt, würde meine aktuelle WLTP-Reichweite noch 533 Kilometer betragen. Ihr seht auf diesem Graph auch eine ziemliche Delle bzw. Erhebung bei ungefähr 105.000 Kilometern. Und ich habe nachgefragt, wieso das kommt. Ich meine, man kann im Grunde eine Linie durchziehen, die so eine allmähliche Degradation anzeigt. Aber hier haben wir einen kompletten Unterbruch dieser Linie. Die Erklärung ist relativ einfach. Tronity schaut immer, was ich für Ladungen habe und wie weit ich damit komme. Und ich war bei 105.000 Kilometern in einer Winterphase. Das heißt, ich bin erstens mal wenig gefahren. Zweitens, da ich viel mit Sonnenstrom lade, habe ich das Auto nie höher als 50-60% geladen. Vielleicht auch noch viel verbraucht, weil es kalt war. In der Summe genommen konnte die App sozusagen nicht einen wirklich großen Hub vergleichen, weil immer nur so von 60 auf 40 runterfahren oder von 50 auf 20 runterfahren mit hohem Verbrauch. Das ergibt dann keine gute Datengrundlage für diese Berechnung. Und deswegen haben wir da diesen Ausreißer nach oben. Und damit kommen wir zur dritten Berechnungsmöglichkeit. Und die kennt ihr vielleicht schon aus einem früheren Video, denn dort habe ich das schon mal gemacht. Es gibt einen Test, der Avilo-Test von der österreichischen Firma Avilo. Da wird eine kleine Box
an den OBD-Port angesteckt und dann muss ich mein Auto auf 100% laden und innerhalb von 7 Tagen auf 10% runterfahren. In dieser Zeit wird im Sekundentakt die Batterie ausgelesen und aus diesen Daten errechnet dann Avilo einen Zustand, State of Health, der Batterie. Ich habe das bereits im Mai 2022 gemacht, als das Auto ziemlich genau 3 Jahre alt war. Damals hatte ich 92.000 Kilometer auf dem Buckel. Und das Ergebnis war ein Batteriezustand mit einer Kapazität von 90%, also nach WLTP umgerechnet wären das 538 Kilometer. Bin damals ein bisschen erschrocken, 10% Degradation nach 3 Jahren. Deswegen war ich sehr gespannt, als ich diesen Test jetzt kürzlich nochmal gemacht habe, wie es nach 2 weiteren Jahren aussieht. Vorher habe ich mich aber schon nochmal gefragt, was ist denn eigentlich an diesem Test jetzt anders? Ich bin ja wieder im Sommer, es ist draußen warm und ich habe mein individuelles, zufälliges Fahrerprofil auch. Und deswegen habe ich den Nico Meierhofer, den Geschäftsführer von Avilo, im Urlaub gestört und ihn einfach mal gefragt. Und zwar zum einen, macht es denn einen Unterschied, ob ich jetzt diese 90% Akku auf der Autobahn mit 150 leer fahre oder in der Tempo-30-Zone in der Stadt? Servus. Selbstverständlich ist die Energiemenge, die ich aus einer Batterie bekomme, abhängig von der Fahrweise. Also fahre ich sehr gemütlich, sehr langsam, bekomme ich mehr Energie raus, als wenn ich sehr schnell fahre. Beim Premium-Test wird die Fahrweise vereinfacht gesagt rauskompensiert. Das heißt, es ist völlig unabhängig, ob ich langsam oder sehr schnell fahre. Ich bekomme immer dasselbe Ergebnis. Verstehe. Und wie ist es mit der Außentemperatur? Macht das jetzt einen Sinn, dass ich das schon wieder im Sommer mache oder wäre das Ergebnis im Winter ein völlig anderes? Die Außentemperatur hat auch einen sehr wesentlichen Einfluss auf die Batterietemperatur und damit auf die Energiemenge, die ich entnehmen kann. Zum Beispiel im Sommer, wenn das Fahrzeug lange steht, gleicht sich die Batterietemperatur sehr schnell dann den warmen Außentemperaturen an. Im Winter jedoch kann es auch sein, dass die Batterie abhängig von der Fahrweise auch sehr warm hat. Zum Beispiel, wenn ein gutes Thermal Management vorliegt im Fahrzeug oder die Abwärme vom Inverter oder Motor genutzt wird, um die Batterie zu heizen. Und bei Langstrecke, die vielen Schnellladevorgänge, die führen dazu, dass die Batterie auf einer recht hohen Temperatur gehalten werden und damit die Batterieperformance eine sehr gute ist, obwohl die Außentemperaturen sehr kalt sind. Fahre ich jedoch Kurzstrecke im Winter, dann ist dies nicht der Fall. Das heißt, da ist die Batterietemperatur eher sehr ähnlich der Außentemperatur und damit die entnehmbare Energie eine geringere als bei Langstrecke. Okay, und was bedeutet das dann für mein Testergebnis? Beim Premium-Batterietest wird die Temperatur immer auf ca. 22 bis 25 Grad kompensiert. Es ist unabhängig, ob sie bei Minusgraden oder auch bei Plusgraden oder sehr warmen Temperaturen getestet wird. Es kommt immer dieselbe Energie raus. Verstehe, es ist also egal, wann ich den Test mache und mit welcher Fahrweise. Und damit lege ich jetzt mal wieder los. Ich habe also auf 100% vollgeladen. Das war übrigens die Fahrt nach Salzburg und bin dann am Stück bis auf 10% runtergefahren und das Ergebnis war eine Degradation von 13%, also noch 87% Restkapazität und nach WLTP wären das 523 Kilometer. Und ich habe mich erstmal gefreut, aber gedacht, ich mache den Test lieber nochmal und habe ihn nochmal unter anderen Bedingungen gemacht, mit vielen kleinen Fahrten, kurzen Fahrten und interessanterweise oder auch guterweise war das Ergebnis genau identisch. Also offenbar habe ich jetzt nach 5 Jahren eine Restkapazität von 87% auf der Batterie. Ich setze mich mal hier hin, dann können wir uns das Ergebnis noch mal ein bisschen genauer zusammen anschauen. Insgesamt war ich darüber ziemlich happy, weil in 2 weiteren Jahren nur 3% Degradation. Das ist natürlich cool. Warum war jetzt die Degradation in der ersten Phase von ca. 3 Jahren 10% und in der zweiten Phase von ca. 2 Jahren nur 3%. Nun, die Gründe sieht man ganz gut bei Tronity. Insgesamt bin ich vor allem weniger Kilometer gefahren. Beim ersten Testzeitpunkt waren 87.834 Kilometer zu sehen und im zweiten Zeitraum waren es 52.721 Kilometer. Wenn man das jetzt mit den Tagen abgleicht, kommt man auf eine Fahrleistung von 82,7 in der ersten Phase und 67,68 in der zweiten Phase, also 18,2% weniger gefahren. Noch gravierender ist aber, dass ich viel weniger geladen habe, nämlich in der ersten Testphase 1481 Mal und in der zweiten 1122 Mal. In der ersten Testphase waren das 19.806 Kilowattstunden und in der zweiten nur 10.670 Kilowattstunden. Wenn man das bereinigt ausrechnet, habe ich 26,5% weniger am Tag geladen. Und was wahrscheinlich für die Batterie noch wichtiger ist, ich hatte weniger
DC-Ladungen, also am Schnelllader. Das waren in der ersten Phase 58% von der höheren Zahl und in der zweiten Testphase 55% von der niedrigeren Zahl. Wenn man das ausrechnet, sind das eben 11.487 Kilowattstunden Schnellladen in der ersten Testphase und 5.868 Kilowattstunden in der zweiten. Und das bedeutet einfach 30% weniger Schnellladen. Das lässt sich auch eigentlich ganz gut erklären. Und zwar gibt es wahrscheinlich hauptsächlich drei Gründe. Zum einen bin ich heute der Alleinfahrer von diesem Auto. Zu Beginn waren wir zu dritt. Der Oskar ist gefahren, meine Ex-Frau ist gefahren und ich bin gefahren. Der zweite Grund ist, es war die Corona-Zeit und in der Corona-Zeit bin ich viel lange Strecken unterwegs gewesen, wo ich sonst vielleicht mit dem Zug gefahren wäre oder auch geflogen wäre und das habe ich damals alles mit dem Auto gemacht und deswegen kamen viele lange Strecken zusammen und das ist der dritte Grund. Ich war auch aus privaten Gründen sehr häufig in Berlin, bin sehr häufig hin und her gefahren zwischen Berlin und Konstanz. Das waren alles Autobahnfahrten, schnelle Fahrten und natürlich Supercharger-Ladungen am Schnelllader. Insofern ist es einigermaßen logisch, dass die Degradation am Anfang stärker war. Mehr Kilometerleistung, mehr Schnellladen und man sagt auch, dass am Anfang überhaupt die Degradation schneller vonstatten geht als später. Die Prognose wäre, dass ich bei ähnlicher Fahrweise die magischen 80% Restkapazität meiner Batterie, also 20% Degradation, erst in etwa 5 Jahren befürchten muss, beziehungsweise bei 275.000 Kilometern. Und selbst dann wäre die Restreichweite nach WLTP noch 480 Kilometern. Da gibt es einige Autos heute, die auf dem Markt sind, die das von Anfang an nicht haben. Ja, ob das in 5 Jahren so sein wird, werden wir sehen. Damit ihr das mitbekommt, gebt mir ein Abo auf diesen Kanal. Like dieses Video, wenn ihr euch darüber freut, dass ich mir diese Rechnerei angetan habe. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.